Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wenn wir an die unglaublichen Fähigkeiten der Natur denken, stellen wir uns oft Szenen im hellen Tageslicht vor. Tiere, die sich im Sonnenlicht Orientierung, Nahrung sammeln und ihren Weg finden. Aber was passiert, wenn die Sonne untergeht und der Mond am Himmel steht? Verlieren Insekten wie Ameisen und Bienen dann etwa die Orientierung? Heute wollen wir faszinierende Entdeckungen erkunden, die zeigen, dass Ameisen und möglicherweise auch Bienen sich sogar im schwachen Mondlicht zurechtfinden können. Bleibt dran! Viele Tiere nutzen das Sonnenlicht zur Orientierung. Selbst wenn Wolken die Sonne verdecken, hilft ihnen die Polarisation des Lichtes, also die Schwingungsrichtung der Lichtwellen, dabei, die Richtung zu bestimmen. Diese Polarisation wird durch das Sonnenlicht auf das Umgebungslicht geprägt und viele Tiere können dieses Muster wahrnehmen. Doch eine Ameisenart kann noch mehr. Die Bulldoggenameise der Art Myrmecia midas nutzt nicht nur das Sonnenlicht, sondern auch das viel schwächere Mondlicht, um sich zu orientieren. Wissenschaftler um Cody A. Frears von der Macquarie University in Sydney konnten in Experimenten nachweisen, dass diese Ameisen die Polarisation des Mondlichtes wahrnehmen und sich daran orientieren können. Das Experiment war einfach, aber genial. Die Forscher platzierten Polarisationsfilter über Ameisen, die nachts unterwegs waren. Die Filter veränderten das Muster des polarisierten Lichts am Himmel, das die Ameisen normalerweise wahrnehmen. Und tatsächlich, die Ameisen änderten ihre Laufrichtung entsprechend der neuen Polarisation. Dieser Nachweis zeigt, dass sogar das extrem schwache Licht des Mondes ausreicht, um den sogenannten Himmelskompass der Ameisen zu aktivieren. Interessanterweise funktioniert das nicht nur bei Vollmond, sondern auch bei einer Mondsichel, deren Licht noch viel schwächer ist. Doch kommen wir nun zu den Bienen. Auch wenn Bienen in der Nacht normalerweise ruhen, gibt es Arten, die sich in der Dämmerung oder bei völliger Dunkelheit fortbewegen können. Wie Ameisen nutzen auch Bienen die Polarisation des Lichts zur Navigation, aber in ihrem Fall ist es meist das Sonnenlicht. Eine Frage, die sich Forscher nun stellen, können Bienen möglicherweise auch Mondlicht oder andere schwache Lichtquellen zur Orientierung nutzen, ähnlich wie es die Bulldoggenameisen tun? Zwar gibt es derzeit noch keine definitive Antwort darauf, aber die Verwandtschaft zwischen Bienen und Ameisen deutet darauf hin, dass beide ähnliche Mechanismen zur Orientierung haben. Schließlich stammen beide aus derselben biologischen Familie, den Hautflüglern oder Hymenoptera. Diese Verwandtschaft erklärt auch, warum beide Gruppen erstaunlich komplexe Navigationsfähigkeiten entwickelt haben. In Laborexperimenten haben Forscher beobachtet, wie Bienen auf plötzliche Dunkelheit reagieren. In einer Studie wurde festgestellt, dass Bienen, wenn sie plötzlich ohne Lichtquelle sind, zunächst einen Moment der Verwirrung zeigen, aber sich dann schnell beruhigen. Ihr Verhalten passt sich an die neue Umgebung an und sie neigen dazu, sich an sicheren Orten festzuhalten. Normalerweise haben Bienen in dieser Situation keine sofortige Möglichkeit zur Navigation mehr, aber sie speichern die Position ihrer Umgebung, wenn das Licht plötzlich erlischt. Die Experimente zeigen auch, dass die Bienen eine gewisse räumliche Erinnerung haben. Wenn das Licht wieder eingeschaltet wird, setzen sie oft ihre Bewegungen an dem Punkt fort, an dem sie unterbrochen wurden. Das deutet darauf hin, dass Bienen nicht völlig hilflos im Dunkeln sind, sondern sich sogar kurzfristig an die neue Bedingung anpassen können, um später wieder ihren Weg zu finden. Diese Fähigkeit ist besonders hilfreich, wenn sie beispielsweise bei einsetzender Dämmerung noch Nektar sammeln und plötzlich von der Nacht überrascht werden. Was sind eure Beobachtungen bei den Bienen? Wart ihr schon mal bei Vollmond bei einem Bienenstock und habt Flüge beobachtet? Die Natur ist voller faszinierender Rätsel und die Fähigkeit von Ameisen, sich im schwachen Mondlicht zu orientieren, ist eines dieser Rätsel, das wir gerade erst entschlüsseln. Aber wer weiß, vielleicht werden zukünftige Forschungen zeigen, dass auch Bienen ähnliche Fähigkeiten besitzen. Doch eines ist sicher, egal ob Ameise oder Biene, beide haben sich perfekt an ihre Umgebung angepasst und nutzen die Kräfte der Natur, um ihren Weg zu finden, sei es bei Tag oder bei Nacht. Dies war ein kleiner Einblick in die faszinierende Welt der Insektennavigation im Dunkeln. Wenn ihr mehr über Bienen und andere spannende Themen erfahren wollt, abonniert unseren Kanal und lasst uns die Daumen hoch da.